Willkommen heute zu einem wohl der besten und schönsten Unboxings für mich auf meinem Kanal. Denn ich habe von Xbox ein wunderbares Paket bekommen, über das ich mich sehr, sehr gefreut habe. Wenn ich mal in die Kamera gucke, ich glaube, ich muss mal wieder zum Friseur, ey. Ich wette, man sieht im Video jetzt gerade so überall Fussel wieder auf meinem T-Shirt und so. Ich sehe es in der Kamera nicht, ne? Weg mit den Fusseln. Auf jeden Fall habe ich ein Paket bekommen von Xbox und dieses werden wir hier in diesem wunderbaren Unboxing heute mal wieder auspacken. Ja, ich habe das Paket bekommen ohne irgendwelche Vorgaben, deswegen dachte ich mir von mir aus hier, wenn ich schon so ein Paket bekomme, dann mache ich ein Unboxing dazu. Das ist ja das Mindeste, was man bei so einem Paket machen kann. In diesem Paket ist auch was dazu, was natürlich nicht dazugehört, wenn man die Xbox One sich im Laden kaufen würde. Da ist noch was extra dabei, weil es so ein Pressekit ist. Aber ich werde das natürlich nochmal erwähnen, ne? Das werdet ihr auch sehen. Nicht lange schnacken. Bis gleich und viel Spaß. Da sind wir dann auch schon beim Unboxing von der Xbox One X. Ja, die wartet auf uns in diesem wunderschönen, flauschigen Pappkarton, ne? Nicht Paket, Karton. Und ich freue mich schon sehr, diese Xbox heute hier auspacken zu dürfen. Und das Erste, was uns entgegenblickt, ist, im Karton ist nicht nur ein wunderschönes Design, wie wir das jetzt hier gerade sehen, ne? Einfach mal so ein Xbox-Design vom Karton. Nein, da sind auch extra Sachen dabei, wie zum Beispiel dieses Heft da oben drauf, das ist nur bei der Presseversion dabei. Also jetzt nicht, wenn ihr euch eine Xbox One X im Laden kauft, dann ist das nicht dabei. Will ich nur erwähnt haben, bevor jemand fragt. Und in diesem wunderbaren Heftchen stehen viele süße kleine Informationen. Ne? Der Inhalt ist hier einmal dann noch eine Beschreibung der Leistung zum Beispiel. Ne? Dass die Xbox One X, die bietet 40% mehr Leistung als jede andere Konsole. Eine Grafikleistung von 6 Teraflops, 12 GB GDDR5 Speicher und eine mit 2,3 GHz getaktete Benutzung für die CPU. Betracht gern machen Xbox One X zur krassen 4K Blu-ray Ultra Konsole. Ah, schön. So, ich hoffe, ich habe es wunderbar vorgetragen. Und das ist alles in diesem Wunderbärchen-Heft, das ich erstmal zur Seite legen werde. Das schaue ich mir später nochmal in Ruhe an. Oh, Dreck. Ich hasse Dreck. Und das nächste, was beim Pressekit dabei ist, ist, ja, wie ihr seht es schon, einmal ist hier, sind hier Kärtchen bei, ne? In diesen Kärtchen ist, oh, zum Beispiel Xbox One Live Gold ist dabei, Game Pass ist dabei, Netflix im Monat, dann ist da so ein bisschen Spotify und dann ist da noch irgendwas mit Dolby Atmos und auch sogar EA Access, ne? Viele wunderbare Codes, die ich dann da verwenden kann, um direkt auf der Xbox One X einzusteigen und natürlich eine Blu-ray Planet Earth 2 4K Ultra HD Blu-ray. Ja, die würde ich dann auf jeden Fall mal schauen. Ne, ich habe sowas noch nie geschaut tatsächlich. Bin ich mal gespannt, wie das dann aussehen wird. Und dann haben wir noch was dabei gehabt, worüber ich mich extrem gefreut habe, einfach mal Codes zu spielen. Assassin's Creed Origins, WW2 von Call of Duty, Destiny 2, FIFA 18, Gears of War 4 ist dabei gewesen, Halo 3. Also wirklich fantastische Spiele sind da mit bei gewesen bei diesen Pressekits. Zum Beispiel auch Battlefront 2, worauf ich mich sehr freue, das dann zu spielen demnächst. Shadow of War ist ebenfalls dabei. Ganz viele andere Spiele ebenfalls, die sind in diesem Pressekit vorhanden. Und das ist einfach der Wahnsinn. Und da kommen wir dann auch schon zu Xbox One X. Zu dem eigentlichen Stück, worum es hier geht. Um die Konsole. Und in auf der Verpackung steht schon erstmal, ne, 1 Terabyte. 4K, dann hier natürlich Warnungshinweise, ne, weil ist ja nichts für kleine Kinder. Dasselbe hinten nochmal, da sind dann nochmal weiter, also nicht weiter, aber nochmal ein paar Informationen, was diese Konsole eigentlich so kann bis hierhin. Und an der Seite noch ebenfalls nochmal Informationen zum Inhalt, zum Beispiel auch, was drinne ist in dieser Konsole, ne? Zum Beispiel die Xbox One X selber, ein Controller, ein Monat Xbox Game Pass, ne? So wie Xbox One Gold, ne? War auch dabei, ein HDMI-Kabel ist dabei, also alles, was man eigentlich braucht, um dann loszulegen. Auf der anderen Seite steht dasselbe. Und das Schönste erstmal, das Öffnen der Xbox. Ah, schön vorsichtig. Ich liebe es. Neue Konsolen zu öffnen ist immer das Schönste, oder?
ist immer das Schönste. Und dann lächelt mich auch schon, ja, der Xbox Live Gold Pass an, der Game Pass. Die haben mich als erstes angelächelt hier in dieser riesigen Broschüre, sage ich mal dazu einfach mal. Dann haben wir natürlich noch ein weißes Paket ganz rechts. Die Konsole selber ist links, das sieht man ja. Und in dem weißen Paket sind dann die extra Zubehörsachen, die man halt benötigt. Ne? Zum Beispiel Stromkabel, denn ohne Strom funktioniert eine Konsole tatsächlich nicht. Ne? Habe ich mir sagen lassen, tatsächlich. Habe ich auch selber herausgefunden, nachdem ich sie angemacht wollte, es funktionierte nicht. Dann kam mir die Idee, Strom ist eine Sache, schon cool. Ne? Schon eine coole Sache. Dann ist da natürlich das HDMI-Kabel dabei, womit wir dann, ne, entweder schließt du das dann natürlich am Fernseher an oder wie ich an, am Splitter, an Elgato, an, ja, alles Mögliche, damit ich überhaupt alles hier recorden kann von Xbox dann. Und natürlich der Controller. Da ist natürlich auch wieder ein wunderschöner Xbox-Controller dabei. Ich mag die Xbox-Controller. Ich finde, mit denen kann man richtig schön spielen. Auf PC use ich auch gerne ein, vor allem für Dark Souls, ne? Das ist, keine Ahnung, mit Xbox-Controllern komme ich wunderbar zurecht, muss ich sagen. Mal wieder auch ein sehr hübscher Xbox-Controller. Und natürlich die Konsole selber, die von Schaumstoff umwickelt ist und natürlich nochmal einer weißen Schutzhülle. Wer will denn auch schon, dass die Konsole unterwegs zerkratzt oder kaputt geht, ne? Das will ja niemand. Niemand will das. Und das Schönste natürlich wieder das Öffnen der Umpackung. Und das, den ersten Blick dann auf die Vorderseite der Konsole. Ich freue mich einfach. Ich habe mich wirklich echt mega gefreut, dieses Paket hier zu erhalten. Muss ich einfach mal gesagt haben. Ich war richtig hyped auf diese Xbox One X. Und als ich dann erfahren habe, dass ich die bekomme, einfach so, habe ich mich einfach tierisch gefreut, weil ich spiele liebend gerne. Ich bin ein Konsolenkind, ich spiele so gerne von Konsole. Deswegen, da freue ich mich einfach wirklich schon, ein Xbox One X ein bisschen zu zocken. Vor allem bin ich auf die Qualität dann gespannt, weil, ja, sie ist ja dann besser. Hinten ist zum Beispiel natürlich Strom, HDMI zum TV, natürlich zwei USB-Sticks, Steckplätze nochmal. Internet ist hinten natürlich und ja, das ist im Groben und Ganzen eigentlich so das Unboxing dieser wunderbaren Xbox One X gewesen. Reden sollte man lernen. Das war alles in meinem Paket drin, im Pressekit. Vielen, vielen, vielen Dank nochmal an Xbox, an Microsoft für dieses krasse Paket, das sie mir einfach so zugeschickt haben hier mit der Blu-ray und mit diesen fantastischen, krassen, die ganzen Spiele, die dabei waren, der Wahnsinn. Ich kann direkt demnächst jetzt losdaddeln und freue mich auch schon ultra auf Battlefront 2 und auf COD, was morgen erscheinen wird. Ich bin gehypt. Vielen Dank fürs Zusehen bei diesem wunderbaren Unboxing. Und das war das Unboxing. Ich hoffe, es hat euch sehr, sehr gefallen. Nun nochmal zum 100. Mal an dieser Stelle vielen Dank für dieses wundergeile, krasse Paket an Xbox hier. Vielen, vielen Dank. Bin auch direkt bereit, Call of Duty zu zocken, Battlefront und Assassin's Creed freue ich mich auch schon drauf, ist ja auch da zu spielen. So viele tolle Spiele, die ich da daddeln werde. Ne? Ich darf das Wort daddeln nicht mehr sagen. Ich sag das immer, ich weiß nicht warum, aber Eason sagt, das sagt man nicht. Das ist ein Unwort. Ich mache mich gleich dabei daran, erstmal die Konsole einzurichten. Das ist auch immer mit das Schönste. Eine neue Konsole aufbauen, einrichten, sie zum ersten Mal starten und und wie gesagt, danke fürs Zusehen, bis dann und lasst gerne ein Däumchen da.